Ehrenurkunde für ehrenamtliches Engagement im Sport. Hinter dieser nicht wirklich glücklichen Bezeichnung verbirgt sich eine wichtige Auszeichnung. Der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ehrt einmal im Jahr verdienstvolle Sportler aus dem Landkreis. Die meisten von ihnen stehen mehrmals in der Woche auf dem Trainingsplatz oder der Turnhalle, sichern die Finanzen des Vereins oder organisieren Wettkämpfe. Wir sind zufrieden mit der ehrenamtlichen Tätigkeit, wobei es in den einzelnen Vereinen natürlich unterschiedlich ist. Manche Vereine kämpfen, dass die Vereinsführung weitergeht, dass der Schatzmeister seine Arbeit weiter verrichtet. Da gibt es Unterschiede in den Vereinen, aber generell sind wir sehr zufrieden. Und ohne die Ehrenamtlichen könnte der Kreissportbund gar nicht leben. Im Landkreis gibt es rund 5000 Ehrenamtler im Sport. Einer von ihnen ist Helmut Konrad. Der Bad Schandauer ist im Orientierungslauf tätig. Bei den Senioren hat der 72-Jährige schon 5 Weltmeistertitel eingeheimst. Seine große Aufmerksamkeit aber richtet er der Nachwuchsförderung. Ich habe jetzt an einigen Schulen Arbeitsgemeinschaften. Es sind 6 insgesamt, die ich gegenwärtig mache. Und das Vereinstraining dazu, sodass hoffe ich, dass wir da weiterhin Erfolge erreichen. Ich habe ja schon durch meine Trainingstätigkeit ja schon 2 Jugendliche bis zu den Junioren-Europameisterschaften gebracht. So wie Helmut Konrad wurden 14 Sportlerinnen und Sportler geehrt. Eine Uhr, eine Postmeilensäule, eine Urkunde als Anerkennung. Für Katrin Kroheim vom Modellsportverein Sächsische Schweiz kam die Auszeichnung durchaus überraschend. Als Schatzmeisterin wirkt sie eigentlich im Hintergrund. Diesmal aber steht die Frau der Finanzen im Rampenlicht. Ich bin durch meinen Sohn dazu gekommen, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, aber dafür mein Mann. Ansonsten wäre ich vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen, in den Verein zu kommen. Unser Sohn hat in der Schule irgendwann mal angefangen mit Schiffsmodellbau und dadurch sind wir dann als Familie mit dazugekommen und jetzt machen es die Eltern weiter. Vereinstreue und Durchhaltevermögen, beides trifft auf Rainer Donschachner zu. Seit fast 40 Jahren ist der leidenschaftliche Fußballer beim VfL Pirna-Kopitz dabei. Sein aktuelles Projekt aber sind die Fußballkids in Madagaskar. Hier wie da stehen die Kinder im Mittelpunkt. Na, mir geht es einfach darum, wirklich Kinder von der Straße zu holen. Und 40 Jahre lässt sich ungefähr aussagen, dass ich auch zu tiefsten DDR-Zeiten schon aktiv war. Diesen Wandel also in der Richtung mitgekriegt habe. Und jetzt ist es umso wichtiger, die Kinder von der Straße zu holen. Das Ehrenamt im Sport ist ungebrochen. Die Zahl derer, die sich Woche für Woche engagieren, steigt, ebenso wie die Mitgliedszahlen beim Kreissportbund. Das Angebot in den Vereinen ist gut, im Seniorensport aber gibt es Lücken. Hier haben wir durchaus noch Reserven und vor allem die Angebote für die Älteren. Die müssen in den Vereinen ernster noch genommen werden, aber es scheitert eben auch dort an Übungsleitern dann. Wir brauchen nicht nur Angebote zu machen, sondern müssen dann auch die Übungsleiter vorrätig haben. Und das ist im Moment noch das Problem. Weiterer Platz für ehrenamtliches Engagement im Sport ist also durchaus gegeben. Eng wird es lediglich beim Gruppenfoto der Geehrten. Doch das gehört bei diesem Ehrenamtspreis irgendwie dazu.